unserem heutigen Video geht es ums Leichttraben und Umsitzen. Leichttraben tun wir zu Beginn und am Ende der Reitstunde. Während wir uns in der Arbeitsphase befinden, sitzen wir die Ponys aus. Zum Leichttraben selber. Wir traben leicht, um das innere Hinterbein zu entlasten. Das heißt, wir müssen aufstehen, wenn die äußere Schulter des Pferdes nach vorne geht, da die Pferde beim Leichttraben immer mit den diagonalen Beinpaaren gleichzeitig nach vorne treten. Hier sieht man jetzt einmal die Bahnfiguren, bei denen wir nicht umsitzen müssen, also durch die Breite der Bahn geritten, durch die Länge der Bahn geritten, bei der ganzen Bahn, der halben Bahn, der Volte und dem Zirkel müssen wir nicht umsitzen, da wir da in der Bahnfigur nicht die Richtung wechseln. Hier sieht man jetzt einmal die Volte. Man sieht auch hier, dass ich aufstehe beim Leichttraben, wenn das äußere Bein vom Hufe nach vorne tritt, also die äußere Schulter nach vorne tritt. Und hier bei der Volte muss ich natürlich nicht umsitzen, weil das Pferd die ganze Zeit auf der linken Hand läuft und um mein linkes Bein herum gebogen ist. Jetzt kommen wir zur einfachen Schlangenlinie. Hier müssen wir zweimal umsitzen. Das sind jetzt alle Bahnfiguren, die keinen Handwechsel beinhalten, bei denen wir aber trotzdem umsitzen müssen. Bei der einfachen Schlangenlinie einmal hier. Wenn wir das Pferd jetzt nach außen stellen und dann noch einmal hier, wenn wir das Pferd wieder zurück auf die ursprüngliche Hand biegen. Bei der doppelten Schlangenlinie müssen wir viermal umsitzen, wobei man normalerweise bei der doppelten Schlangenlinie einfach aussitzt. Da sitze ich hier um und hier und dann noch einmal hier und das letzte Mal dann wieder hier, wenn ich das Pferd zurück auf die rechte Hand stelle. Bei der großen 8 müssen wir zweimal umsitzen, allerdings an derselben Stelle, nämlich bei X. Wir starten hier unsere große 8 bei A, reiten einen halben Zirkel. Wenn wir bei X angekommen sind, sitze ich einmal um, stelle das Pferd auf die andere Hand, reite dann einen ganzen Zirkel bei C und wenn ich dann wieder bei X bin, sitze ich nochmal um und beende meine 8 wieder, wenn ich bei A auf den Hufschlag komme. So, hier sieht man jetzt gleich bei X. Einmal umsitzen. Genau. Beim Umsitzen bleibe ich einfach einmal sitzen. Ich lasse mich einmal von dem Pony nach oben werfen und stehe dann beim nächsten Mal wieder auf. Jetzt kommen wir zur kleinen 8. Da müssen wir auch zweimal immer umsitzen. Und zwar immer dann, wenn wir die Volte wechseln, also wir machen jetzt hier eine halbe Volte, wechseln dann auf der Mittellinie auf die andere Volte, reiten da eine ganze Volte rum und wenn wir wieder bei unserem Mittelpunkt von der kleinen 8 sind, also da wo die zwei Volten sich quasi berühren, sitze ich wieder um, stelle das Pferd um und reite wieder raus zu dem Punkt, an dem ich meine kleine 8 angefangen habe. Bei der Schlangenlinie mit drei Bögen durch die ganze Bahn müssen wir auch zweimal umsitzen. Und zwar immer dann, wenn wir die Mittellinie kreuzen. Hier und noch einmal hier. Genau, das ist jetzt ein bisschen schneller, damit das Video nicht zu lange wird. Ich wollte euch da einmal alle Bahnfiguren zeigen. Durch die Länge der Bahn wechseln, da müssen wir umsitzen, wenn wir den Hufschlag erreichen. Also wir reiten geradeaus, die lange Seite hoch, bleiben genau so lange, auch wie die lange Seite dauert, auf der Hand beim Leichttraben, auf der wir angefangen haben. Und hier, kurz vor Erreichen des Hufschlages, sitze ich um, beziehungsweise bei Erreichen des Hufschlages, bei durch die ganze Bahn wechseln, sitze ich auch um, wenn ich den Hufschlag erreiche, also nach meinem Wechsel, wenn ich den Hufschlag erreiche, sitze ich um. Bei der Sanduhr natürlich dann zweimal. Jetzt, bei Erreichen des Hufschlages, wenn wir hier die Sanduhr dann reiten, müssen wir da unten nochmal umsitzen. Das wäre natürlich dann wieder kein Handwechsel. Durch die ganze Bahn wechseln und auch durch die Länge der Bahn wechseln ist ein Handwechsel. Bei der Sanduhr wäre es dann wieder keiner, weil wir am Ende wieder rauskommen. Jetzt haben wir hier
aus dem Zirkel wechseln. Da müssen wir wie bei der großen 8 auch auf der Mittellinie bei x umsitzen. Nur müssen wir da eben beachten, anders als bei der großen 8 machen wir einen Zirkel vorne weg. Dann wechseln wir bei x den Zirkel und machen dann noch einen Zirkel, in dem Fall jetzt bei c, damit wir den Wechsel korrekt abschließen. Jetzt habe ich meinen einen Zirkel schon gemacht. Jetzt kommt gleich der Wechsel. Und hopp, gewechselt, umgestellt, umgesessen und dann noch einen Zirkel bei c. Ich kann eigentlich sagen, man sitzt immer dann um, wenn das Pferd die Richtung ändert. Also wenn ich meinen Pferdekopf, Hals und den ganzen Körper des Pferdes in die andere Richtung biege, muss ich umsitzen. Ich erkläre das hier nur einmal anhand der ganzen Bahnfiguren, damit man das einfach einmal gesehen hat und es in Zukunft dann weiß. Und jetzt kommen wir zur nächsten Bahnfigur. Durch die Breite der Bahn wechseln. Da muss man nur einmal umsitzen. Ich habe hier nur beide Möglichkeiten einmal angekreuzt. Also da sitze ich auch jetzt um bei Erreichen des Hufschlages. Und hier kommt bei in die Ecke kehrt bzw. aus der Ecke kehrt. Da haben wir zweimal dieselbe Stelle. Nur eben, das wird einmal in die eine Richtung reiten, einmal in die andere. Ich habe hier jetzt nur aus der Ecke kehrt vorgeritten. Da bin ich gerade umgesessen. Jetzt kommt durch den Zirkel wechseln. Da sitzen wir immer um, wenn wir den Mittelpunkt des Zirkels kreuzen. Also wir reiten jetzt hier eine halbe Volte. Ich habe hier vorher schon einen Zirkel gemacht. Dann reiten wir eine halbe Volte. Bei dem Mittelpunkt des Zirkels sitzen wir um, reiten jetzt eine halbe Volte in die andere Richtung, kommen bei dem Zirkelpunkt drüben wieder raus und reiten wieder einen Zirkel. Dann kommt noch durch die Schlangenlinie mit 4 Bögen durch die ganze Bahn. Hier müssen wir auch wie bei der Schlangenlinie mit 3 Bögen durch die ganze Bahn immer dann umsitzen, wenn wir die Mittellinie kreuzen. Jetzt, genau. Nur, dass wir hier jetzt eben dreimal die Mittellinie kreuzen und das Ganze ein Handwechsel ist. Jetzt sind wir bei X, da müssen wir auch umsitzen. Und dann noch einmal, wenn wir dann das letzte Mal die Mittellinie kreuzen. Da hat man es jetzt gerade gut gesehen, das Umsitzen. Also ich bleibe wirklich nur einmal kurz sitzen und stehe dann wieder auf. Pferdewechsel natürlich nicht vergessen. Hier noch die Bahnfiguren, die nicht vorgeritten sind. Das ist einmal durch die halbe Bahn wechseln. Da sitze ich um, wenn ich den Hufschlag erreiche. Und bei der Kehrtvolte ist es ähnlich wie bei aus dem Zirkel wechseln. Hier sieht man jetzt noch Leichtraben auf dem falschen Fuß. Hier stehe ich auf, wenn die innere Schulter vom Juffel nach vorne geht. Das ist so, wie man es nicht machen sollte. Und wenn man dann umsitzt, ist es eben ganz wichtig, dass man nur einmal sitzen bleibt, hat man jetzt gerade gesehen. Es gibt auch diese Variante, man bleibt ganz oft sitzen und guckt nach außen auf die Schulter, steht dann aber immer falsch auf. Also wirklich immer nur einmal hochwerfen lassen, aufstehen wieder und dann nach unten gucken, bin ich jetzt korrekt oder bin ich falsch umgesessen. Hier jetzt war es noch einmal richtig. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ich freue mich, wenn ihr wiederkommt und ihr mir das Leichttraben dann richtig vormachen könnt und ich euch dafür loben kann. Bis bald!